Hier im alten Hof in München möchte ich Ihnen den geheimen Namen Münchens sagen. Fauststadt. Diesen Namen hat München mehr als verdient. Seit dem Faustfestival von Jahr 2018. Das Faustfestival 2018 war ein riesiger Kulturevent, an dem sich alle Bürger der Münchner Stadt haben beteiligen dürfen und wo ganz viel in Bewegung gekommen ist. Doch die Veranstalter dieses grandiosen Festivals hatten am Anfang gesagt, nun, wir haben eigentlich gar keinen Grund, München mit Faust zu verbinden, aber wir machen es trotzdem. Die Münchner Schatzsuche hat sich bei ihren Ehrgeiz gepackt gefühlt. Wir haben zum Spaten gegriffen, in der Stadtgeschichte gegraben und siehe da, wir haben eine Menge Gründe gefunden, warum man München rechtmäßig mit Faust verbinden kann. Ja, wir haben sogar herausgefunden, dass Faust einen Platz hat im weltberühmten Münchner Glockenspiel. Mehr will ich gar nicht sagen, lassen Sie sich überraschen. Und so spannen wir einen Bogen von einem Möbelwagen in der armen Münchner Au zu einem Zaubergarten in der Residenz von München. Und überall hat sich ein Faust versteckt. Vernetzt, verstrickt, verwoben ist der Faustmythos mit dieser Stadt, da sich ganz viele Künstlerinnen und Künstler, Literatinnen und Literaten mit dem Fauststoff hier in München auseinandergesetzt haben. Kommen Sie auf Schatzsuche. Spüren Sie mit uns Faust in allen Gassen auf. In München, der weltberühmten Fauststadt. Thank you.